wants to take a life for hateful lies. Take this in once again, cause we find ourselves in the same old mess, singing drunken lullabies. Cause we find ourselves in the same old mess, singing drunken Schönen guten Morgen. Heute ist Schnellfrühstück, weil wir fahren heute ins... Wo ist Casey? Wo fahren wir hin? Titanic-Museum. Da freue ich mich schon seit 2,5 Wochen drauf. Mal gucken, ob Sven schon wach ist. Sven, bist du schon wach? Guten Morgen. Schmugglerfahrt. Mein Schmugglerfahrt fällt aus wegen Regen. Wir haben 2,5 Wochen gutes Wetter gehabt, das ist ein schlechter Tag. Dann bleib fliegen. Komm bitte weiter raus und zack geht er ab, der Peter. Tschüss! Sascha! Thompson, gehen wir heute schwimmen? Nein. Warum nicht? Weil ich schon war. Du warst gar nicht. Rafa, isst du bitte schnell? Was? Isst du bitte schnell? Warum? Weil wir ins Titanic-Museum müssen, Mann! So, ich laufe jetzt schon mal von unserem Nächtigungsplatz weg. Wir haben heute mal ganz, ganz anders geschlafen. Im Wald, mit Wasserfall und Moos und... Wir waren völlig windgeschützt, die haben ewig heute Nacht mit Fotos rumgespielt. Habt ihr auch schon gesehen. Und deswegen war das mal ganz nett. Jetzt geht's ab Richtung Belfast. Auf dem Weg dahin werden wir erstmal irgendwo frühstücken, weil es hat so ein bisschen genieselt heute Morgen, tut es auch immer noch so ein bisschen. Und jetzt kommen die Jungs. Könnt ihr jetzt mal bitte alle ein bisschen schneller essen? Wir wollen jetzt los in Titanic-Museum. Vorhin kam die Kellnerin gerade an und sagt zu uns, you welcome. Dann gibt sie Raphael das Essen und sagt, you not welcome. We on the island, we don't have so much food. Ich dachte, die Cheese möchte ich gerne probieren. Der Thompson freut sich im Ast. Ab ins Titanic Museum. Ab ins Titanic Museum. Das ist doch nicht so ein Ernst, Alter. Freut ihr euch genauso wie ich? Ja. Ja, was soll das denn? Ein bisschen Freude hier. Ich werde dich sehen, dann freue ich mich. Ich hab so aufgeregt. Nee. Der ist sich freut. Er freut sich doch nicht. Freut sich doch kein Mädel, oder? Nee, ich hoffe nicht. Hast du keine Gruppenzwang gebucht? Wenn du mich jetzt noch einmal filmst, dann brauchst du wirklich ein neues Handy. Sie ist böse. Genau, Berlin.
Wir haben schon 40 Videos gemacht, allein vor dem Titanic-Museum. Sind wir im Titanic-Museum? Lang, kurz, lang, Pause, lang, lang, Pause, lang, lang. Was ist das? SOS. Die haben nicht lang, lang, kurz, lang, lang. Nein, die haben Mausekuh, piep, piep haben sie gemacht. Piep, piep oder dead, dead? Piep, piep, piep. Man weiß nicht, ob dead, dead. So wie du es eben gemacht hast. Nein, ich kann das nicht. Überall in Belfast hören. Einige der Jungs waren irgendwann komplett taub. In einem Salon im jakobinischen Stil. Auf meinem Display sehe ich jetzt ein Bild. Und wer einen Aufpreis bezahlt hat, konnte im exklusiven à la carte Restaurant dinieren, was scherzhaft das Ritz genannt wurde. Fazit, zu viel Input, zu viel Menschen, aber mega interessant. Also. So, nochmal, weil, ja, Thompson, wie war's mit dem Museum? Ja, zu viel Input und zu wenig Zeit eigentlich. Am nee. Anfang Wahrheit, also fand ich aus meiner Sicht, aber dann habe ich wieder falsch verstanden, weil ich halt nur mit einem Auge zugehört habe. Ich hatte nur mit einem halben Auge ja, zugehört. Ja, mit einem Auge hört man zu. Und ja, der Thompson hat nicht so recht, dachte, dass es am Anfang sehr viel um die Geschichte von Belfast ging. Dabei war es eigentlich nur das Intro, warum ausgerechnet in Belfast dieses, Richtung Dublin. Warum ausgerechnet in Belfast dieses riesige Schiff gebaut wurde, weil für damalige Verhältnisse war das ja deutlich größer und vor allem, du bist aber auf der falschen Spur dafür, und deutlich luxuriöser als die meisten anderen Schiffe.
Das war wirklich super spannend. Also das Einzige, was ein bisschen bemängelt wurde, und das finde ich auch ein bisschen schade, dass keine Exponate von dem gefundenen Zeug ausgestellt wurden. Das gab es gar nicht. Also es wurden viele Bilder gezeigt und man konnte auch so interaktiv über Bildschirme sich Sachen angucken, wie sie da unten liegen. Die haben aber auch, glaube ich, gar nicht so viel geborgen davon. Also ich meine, gehört zu haben, aber ich gebe dafür keine Garantie, dass sie das nicht, dass Irland darauf keinen oder Nordirland darauf keinen Anspruch hatte, weil die halt nicht in dem Gebiet gesucht ist. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, warum da. Vielleicht hätten wir rüber gemusst in das Schiff, aber dafür hatten wir dann echt keinen Bock mehr, weil es war schon spät und man merkt, dass der Urlaub zu Ende geht. Es wird nicht anstrengend, das nicht. Aber wir haben jetzt noch viel zu tun für wenig Zeit und wir sind halt morgens auch immer so gammelig. Und gerade wenn es dann morgens regnet, da kommt immer keiner so gern aus seinem Loch gekrochen. Kommst du an Sven? Sven. Wiederholen bitte. Wiederholen bitte. Wiederholen bitte. Wiederholen bitte. Wiederholen bitte. Wiederholen bitte. Wiederholen mal bitte. Wiederholen bitte. Hier gibt es geile Varieté-Packs. Hat uns Raphael drauf gebracht. Ist ja auch so eine Süßkatze, ne? Wir probieren jetzt mal einige durch. Mal gucken. Okay, wir sind mal ehrlich, den Yorkie haben wir schon aufgemacht. So ein Vollmilchding. Halt süße Vollmilchschokolade. Milchschokolade mit Puffreis und ein bisschen Karamell. Da ist das drin, das gibt es im Frühstück erst mit zwei. Ja. Wir machen gerade so ein Duchement, Reiseführer für Nordirland und Irland. Mit Süßigkeiten. Ich habe noch nie KitKat gegessen. Munchies. Muschis. Muschis. Im Irischen wird es Muschi ausgesprochen. Also wenn nach Irland fährt und Muschis bestellt, weiß jeder Supermarkt Bescheid. Schmeckt nach Spülwasser. Ja, das Karamell schmeckt nach Spülwasser. Thank you.
Hallo. I'm sure we will eat everything you will bring. I'm really sure. Three portions of onion, like a fish and chips. I thought you might have half. And we will come back. Oh, yeah. Tomorrow? No. Tomorrow? No. The Guinness is perfect here. In German, it smells like old socks. You can't drink it. You can't drink it. It's really awful. But here, it's wonderful. Your socks? Yeah. Yes. Your socks? No, his socks. His socks. Geil. Krass, das ist wirklich. I bought him a whistle, an Irish whistle. Okay, all the best. Okay, so much. No, go on. Ein wunderschöner Abend in Ennegessen geht zu Ende. Wir waren ja schön im Gleit in Essen und haben danach noch eine private Whiskyprobe mit Konzert bekommen. Das war wirklich super süß. Wir sind ja auch schon wieder zurück in Irland. Nordirland haben wir hinter uns gelassen und morgen geht es noch ein bisschen Kultur, dann endlich nach Dublin. Das ist zwar ein bisschen traurig, weil das Ende unserer Reise bedeutet, aber wir hatten nochmal richtig Spaß. Deshalb bis nächstes Mal. Ourselves in the same old mess, singing drunk in our